So, die Warband ist eingetroffen. Ist hier auf der Straße. Und der Deli hat hier schon den Limau. Spawned, kommt aus seinem Verschlag und hat mitgekriegt, auch wenn er niemanden sieht, dass da irgendwie was passiert und ist jetzt erstmal hier. Aber den ersten Zug, also an den Anfang des Spiels, den habt ihr. Und da startet direkt mal unser Gast, der Dennis. Das heißt, du musst jetzt sagen, welche Figur? Ja, der Bernd. Der Bernd? Der Bernd. Dann Metalwert 7 hat er. Mit der 5 hast du es geschafft. Hast also zwei Aktionen. Genau. Hat er ja nur 5 nur? Ja. Ja, weil er so dick und klobig ist. Genau, du hast immer, das ist immer 6 ja, Zoll. Haben wir doch, ne? Genau, richtig. Dann. Erste Aktion, so, Bernd so, läuft. Ja, wir müssen ja erstmal gucken, ne? Die Matratze, Mama will die Matratze haben. Mama will Matratze haben. Zweite Aktion, einfach stehen bleiben oder läufst du nochmal? Das ist eine gute Frage, ne? Laufen kann man zweimal, schießen darf man immer nur einmal, es sei denn, man hat so eine Waffe, die Burst oder so. Okay. Aber im Prinzip spricht nichts dagegen, weiter zu laufen, weil, ne, ihr müsst hier rein, ja, und müsst dann darüber. Ja, der will nach vorne preschen, oder? Der will ja den Kot haben, weil Mama ihr Rücken und so weiter. Ja, oder? Der wird wahrscheinlich auch entsprechend angetrieben. Ja. Der stand ja vorher und sieht die ganze Zeit dahinter, immer am Tippen und immer so, ey, wieder mal! Ja. Mal schnell. Wer bin ich denn jetzt mit meiner Matratze? Ja, machen wir den nochmal. So. So. Und dann am besten so ein Ding dran legen, weil dann sehen wir, der ist aktiviert und fertig. Übrigens, die unsere Giftblase, die ist wirklich hier und nach jeder Runde ist er ja selber randommäßig bewegt die sich. Oh, ist sie ausgegangen oder hatten wir die gar nicht an? Da sind ja Blitze drin, weil das ja. Ja, chemische Reaktion irgendwie. Ihr habt erfolgreich aktiviert, das heißt, ihr seid immer noch dran, könnt die nächste Figur aktivieren. Nächste kann, ne? Die nächste ist ja entweder Bertram. Ist deiner, ne? Bertram ist meiner. Ja, willst du den machen? Sie ist meiner. Ja, ja, ja. Die will hinterher, weil die ist schon ganz. Das will ich denn ja antreiben. Ja. Metal 6, also auf 4 plus, das ist nichts. Ein Robot hätte sich jetzt abgeschaltet, aber sie aber, hat jetzt eine Aktion. Ja, die rennt hinterher. Ich überlege nur gerade, ist das denn ein W10er hier oder ist das der 8er? Das ist der 8er. Deswegen geht das nicht. Nee, ist der 10er. Ist das der 10er? Okay. Hatten wir nämlich schon mal so die ganze Zeit und dann irgendwann, ach so. Gut, gut. Ja, dann ist jetzt der Trock dran. Ja, der Trock sieht zu, ob er erfolgreich aktiviert. Mit einer 10, also kritisch definitiv. Hab also zwei Aktionen. Ich habe einen Movement-Wert von 6. Und ich bewege mich auch. Ich werde mich zweimal bewegen. Einmal nach hier. Einmal nach hier an die Ecke. Mhm. Ja. Das wäre vielleicht noch ein Stück weiter gekommen, aber ich bin hier in die Ecke gegangen und erspähe da hinten den Bernd. Wieder halt so ein Typ. Ja. Oh ja, der sieht den Bernd. Dann bin ich fertig, dann seid ihr wieder dran. Ihr könnt jetzt im Prinzip, egal was mit Aktivierung ist, alle eure Leute durchmachen, weil bei mir passiert jetzt nichts mehr bis zum Rundenende. Gut, dann aktiviere ich mal, ich brauche mal irgendwie Stats hier. Den Gert. War das Gert? Ja, Gert war es. Da waren eigentlich wieder andere auch, ne? Ich hab die jetzt da nicht auf dem Checker. Wo ist denn Gert hier? Der hat gar nicht aufgeschrieben. Wer ist denn Gert? Ein normaler Raider? Ja, ich nehme einfach das Profil von. Irgendeiner, der normaler Raider ist, also. Okay. Zwei Aktionen. Der hatte auch nur Move 5. Ja, Move 6 hat eigentlich der Wrecker, der Schack, aber der hat wiederum minus 1 wegen seiner Hart wie Stahl-Regel. Zweimal bewegt, steht jetzt also da vorne. Dann mache ich mal eben den Hund. Mhm. Tippi.
TP ist auf 4 plus. Nee, Metal ist hinten. Achso, 5 auf 5 plus. Okay. Nicht erfolgreich, eine Aktion, aber er hat Move 7. Der Hund hat, Mongrel hat auch wieder Pack-Mentality, das glaube ich, lese ich gleich nochmal nach. Also wenn keiner innerhalb von 3 Zoll ist, aktiviert er schlechter. Aber ich lese gleich nochmal nach, ob er es wirklich hat oder nur die Hunde. Ihr seid weiterhin dran, trotz allem. Ja. Mache ich noch weiter, was soll? Mit Günther. Auf die 5 plus hat er. 2 Aktionen. Erste Aktion bewegen. Zweite Aktion. Ah, okay, darüber. Bewegen. Jetzt sollte doch gucken, welche Figuren sind denn deine jetzt noch? Der Schack? Nur der Schack, ne? Weil nicht, dass Erich da die Wege blockiert und so. Nee, der Sch. Warum habe ich denn so viele Figuren? Weiß ich nicht. Pass auf, dann such dir noch einen von den beiden aus. Schack oder Detlef? Gut, dann mache ich jetzt Detlef. Auch. 7 erfolgreich aktiviert. Den 1, 2, 3, 4, 5, also wäre der mit der ersten Aktion hier. Ja, weil er übers Gelände quasi geht. Drüber geht er hier nochmal zu ihm. So, der Rest ist dann der Dennis. Machen wir den Bob. Bob, das ist Bob. Der Typ mit der Shotgun vorne. Nein. Eine Aktion nur, weil er ja Metal als normaler Raider 5 hat, ne? Deswegen, Motivator Skill, dann hätte das jetzt geklappt. Wollte ich gerade nämlich noch fragen, weil hat jetzt tatsächlich keiner bei uns, ne? Okay. Weil nämlich, genau, bei der, ihr habt ja nur ein Elite jetzt, nämlich die Bertram als Brood, aber bei ihr ist das alles festgelegt, also da konnte man nichts mehr. Ja. 4 will noch hinterher. 4 hält sich irgendwie immer relativ nah an Bob. Warum ja, 4 hat Metal 5, auch nur eine Aktion. Naja gut, passt ja jetzt in dem Fall. Und jetzt, Junge. Der epische Chuck. Jetzt kommt der Chuck. Hat einen Metal-Wert von 5, also auch auf 5 plus aktivieren. Soll ich einen Chuck machen? Habe ich die Ehre. Ja. Achso, ich vergaß. Wenn man Chuck spielt, muss man immer jedes Mal, wenn er dran ist, vorher die Pose und das Geräusch machen. Und man muss auch einen, das hat jetzt zwar nichts mit dem Chuck zu tun, aber man muss auch immer einen Chuck Norris Witz erzählen. Boah, nee, das klingt zu weit. Ey, wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris? Und schon, alle. Und nein, schon läuft's. Alter, der Witz geht doch so. Oh ja. Wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris? Noch ein. So. Mega. Ich weiß, die sind alle schlecht. Nee, alle geil. So. Okay. Nächste. Also, der Schack auch auf 5 plus. Ich mach schon mal eine Webseite. Leider auch nicht. Ja, sehr gute Idee. Er hat 5 Zoll, weil, wie ich vorhin gesagt habe, als Breaker hat er eigentlich 6, aber er hat minus 1, weil er diese. Er hat ja gar keine Rüstung an, er ist halt wie Stahl. Ja. Also, 5 Zoll Bewegung. Ja, hält sich an die anderen. Ja, macht Sinn jetzt am Anfang. Vergessen, was ist das nochmal? American Way. So. Alles klar. Okay, das heißt, jetzt ist der Punkt erreicht. Im Prinzip ist die erste Runde vorbei. Wir spielen aber nicht richtig nach Runden, weil wir jetzt wieder hier ein sehr custom-mäßiges Szenario haben. Am Ende der Runde, wie ich vorhin sagte, spawnt zum einen Trox und wir bewegen die Giftwolke. Die Giftwolke, das können wir jetzt erstmal direkt machen, das kannst du auch machen, Dennis, ist, wir haben das immer so gemacht, ein W10. Ja. Das, was da drauf steht, in Zoll und Richtung zeigt halt der Pfeil an. Also irgendwo da in der Nähe von der Wolke einmal würfeln und dann weichen wir die im Prinzip ab, wenn man so will. 8 Zoll darüber. Dahin. Jo. Komm. Einmal das. Bei der Giftwolke habt ihr vielleicht den anderen Report schon gesehen, aber da ist es so, wenn man drin steht oder also am Anfang seiner Aktivierung oder am Ende der Aktivierung drin steht, dann muss man einen Survival-Test machen. Mit irgendwelchen Modifikatoren, die müssen wir dann gucken, wenn es dazu kommt. Das war das eine. Als nächstes werde ich jetzt spawnen. Und zwar nehme ich erstmal einen W4, um zu gucken, auf welcher Platte gespawnt wird. 1, 2, 3 und 4. Auf Platte 2, also da hinten, wo auch der Bunker ist.
Wird gespawnt und ja, jetzt machen wir das am besten so wie beim letzten Mal mit der Straße. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir das noch zusammenkriegen. Das ist eine 24 Zoll Platte. Wir haben hier ein W20, das ist gut. Wir fangen von links an. Das gibt quasi die Zollzahl an, wie viel Zoll rein. Und ja, ich nehme einfach die Mitte der Platte so jetzt als Dings. Das, was spawnt gleich 10 Zoll vom Plattenrand entfernt. Aber jetzt muss ich gucken, was spawnt. Ich habe mir vorhin hier eine sehr kleine Liste gemacht. Wie gesagt, W6. Auf einer 1 kommen die Sisters, alle drei auf einmal. Auf einer 2 bis 6 kommen Trox. Einen W6 habe ich hier. Das ist eine 5. Es kommen also einfach nur Trox. Und als Anzahl nehme ich ein W3. Das sind 3. 3 Trox hier von 10 Zoll da rein. Ich mache das gleich, stelle das entsprechend auf. Das Dingen da hat sich schon bewegt. Das heißt, wir nehmen alle Marker weg und gucken. Wir können jetzt eben noch gucken, wer die Runde anfängt. Mit einem W10 einfach. Trox haben eine 9, die Warband hat eine 2. Also fange ich gleich an. Aber mal eben aufräumen. So, ich fange meine Runde an, denn habt ihr ja vorhin gesehen, ich habe das ja gewonnen. Meine Leute sind inzwischen auch gespawnt, meine normalen Trox. Und die aktiviere ich jetzt auch zuerst. Da sie alle sich innerhalb von 3 Zoll zueinander befinden, aktiviere ich den ersten hier. Und zwar, er hat Metal 5, aktiviere ich jetzt aber auf die 4+, weil er halt plus 1 kriegt. Nicht erfolgreich, hat nur eine Aktion und damit seid ihr nämlich dann schon direkt dran. Er geht hier hin und dann seid ihr schon dran. Was macht ihr denn? Wen aktiviert ihr zuerst? Sag mal was. Was haben die für Move? 5. Nee, Move 6. Hier auch wieder Frau König? Ja. Oh, das heißt 12 könnten die schaffen in der nächsten Nummer. Ah, es war mit vielen Hindernissen. Wie weit sind wir denn da weg? Also könnte sogar mit... Nee, könnte er nicht. Wird er, glaube ich, nicht schaffen. Fast chargen. Also das heißt... kommt jetzt auf deine Aktivierung an. Wenn du doppelt aktivierst, könntest du... Also angreifen kannst... Rein, ne? Oder? Nee, das schaffst du nicht. Ja. Nee, weil du hast nur Move 5, ne? Nee, er hat... warte. Scheiße, er hat... Genau, er hat 5. Ja, genau. Da kommst du nicht hin. Aber wolltest du direkt schon ran chargen, oder was? Ja, aber mit 5 schaffst du nicht. Nee. Deswegen nur... Wenn du jetzt nur bis hier hinkommst, dann muss man aufpassen, weil dann weil können beide direkt angreifen rein chargen. Kann, ja. Ja. Vielleicht gehst du auch. Ja, ihr könnt auch eure Flintenheinis so nehmen und die abschießen, ne? Könntet ihr. Das ist euch überlassen. Ja. Und so durch die Tankstelle. Oder so mit die Killerratte ist am Start. Ja, mega. Können wir auch machen. Genau. Weil, jeder einzelne. Das sind keine Zombies, wie gesagt. Er hat ja noch irgendwas vor der Penne. Er sagt ja. Wir wollen nur ihre Ruhe haben. Wer weiß, wie die jetzt so drauf sind. Das müssen wir erstmal abchecken. Also vielleicht erstmal gucken, wie deine Aktivierung ist. Ob du überhaupt eins oder zwei hast. Wir gucken, wenn du mit Bernd irgendwie oder? Willst. Vielleicht willst du ja auch mit dem anderen. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, es ist eine schlechte Nummer, wenn wir jetzt einfach hingehen und sofort reinballern. Ja. Ja, also ne, die wollen ihre Ruhe haben, aber es ist jetzt schon keine komplette Warband, mit denen ihr großartig Verhandlungen anfangen solltet. Weil wir wollen ja schon auch ein bisschen so... Ja. Okay. Er war auf die 3, ne? Wer aktiviert denn jetzt? Der Bernd. Bernd. Oh, ja, der ist nur auf 3, weil er so geil ist. Okay. Ja, genau. Ist er auch genau aktiviert. Okay. Also 2 Aktionen sogar. Zwei Aktionen. Der hatte auch 5 oder sogar 6? Also 5. Hatte 5. Ja. Da, ne? Sollen wir außen rumgehen? Aber dann trennen die sich, ne? Ja, und das ihr müsst auch bedenken, da ist die Wolke ist die im Moment Wolke. Und das Spawn ist ja random. Also vielleicht spawne ich ja auch da oder so, man weiß es nicht. Du bist der Leader, Dennis. Ja, geil. Ja, dann gib doch mal den Weg vor. Ihr könntet auch so geil hier, ach nee, da steht ja noch ein Auto, sonst hätte ich gesagt, hier geil unter der Tankstelle. Ja, meine Idee war durch den Store durch, also durch den Dino Guest vielleicht durch. Der hat da und hier eine Tür, ne? Also hier vorne. Hier an der Seite? Nee, aber du kannst durch die Garage, durch die Tür und dann hier vorne ist es. Ja.
Oder du kannst auch durch. Ja, aber trotz der Wolke einfach durch, oder was? Sag mal. Ach, hier ist ja auch noch eine Tür, sehe ich gerade. Kannst du auch hier vorne durch. Ja. Ja, für den Store, das eine ist ja eigentlich nur die Werkstatt. Ja, wollen wir das machen? Du bist der Leader. Große Einigkeit herrscht in der Warband. Ja, ich weiß, es ist ja keine Demokratie hier. Nee, wer von euch beiden... Das ist viel Scheiße, oder? Ja. Du bist schon ein knallharter Typ. Also ja, da ist nichts mit dumm und das heißt, Bernd, Dennis Bernd entscheidet und du bist dann Bertram, sehe ich das richtig? Ja, dann wäre ich ja eigentlich der Struppenzieher. Okay, hast du auch da recht. Ja, ich bin Bernd, ne? Wenn der Dennis Bernd ist, ist der Bernd. Der Bernd. Oh, mega. Dann komme ich hin da durch. Ja, sehr gerne, wie du willst. Oder von außen dann müsst ihr die Tür aufmachen, ne? Das heißt, es ist eine zusätzliche Aktion, ne? Ja. Richtig, mit einer Aktion, also wir haben das bei Türen immer so, wenn man dran steht, dann einen... Entweder über den Stärke oder über den... Metal so Schloss picken und so, ne? Bei dir wäre es natürlich, glaube ich, Stärke, ne? Weil der Axt, der... Vor allem, genau, das ist jetzt so ein Ding, er hat ja Metal 7, jetzt könnte man, wenn man nur nach dem Regelbuch geht, sagen, ja klar, auf 3 plus kriegt er das auf, aber Junge, okay, er mit seiner Stärke kriegt die auch leichter auf, aber der wird dann nicht versuchen, an dem Schloss rumzufummeln. Also, erste Aktion, zur Tür gegangen. Genau, zweite Aktion, mit der Axt da rein, oder was? Axt, ja. Genau, weil der muss immer was sagen, weil die Mutter da hinten ist. Wir wissen ja, wie Mutter so sind. Ja, die treibt ihn so ja die ganze Zeit an. Die Mutter gibt ihm nur eine Ohrfeige, schon weint er dann, weil er Mama da auf den Zehenspitzen ist. Mama! Okay, das heißt, da er ja einen Stärkewert von 9 hat und sich die Türe ja auch gar nicht bewegt, brauchst du im Prinzip mit deiner fetten Axt nur eine 1 plus, um das Ding kaputt zu hauen. Ich weiß es ja nicht. Gib dir Mühe, Junge. Aber den, weil ich bisher gewürfelt habe. Okay, ganz knapp, aber ja. Das heißt, die Tür ist kaputt. Die kann man, glaube ich, auch rausnehmen, ne? Ja, die können wir rausnehmen. Ja. Oder eindrücken oder irgendwas, weil das Ding ist jetzt voll eingeschlagen. Oh, fuck, warte mal. Die Tür ist auf. Mit der Axt hat er die jetzt so aufgeschlagen. Zack. Ja. Okay, aber die Tür ist auf und Bernd steht schön in der Tür und blockiert selbige. Ja. Na, super. Okay, er war also einmal so ein Marker dran, weil er war aktiviert. Ach, nee, er ist hingelaufen und hat aufgemacht. Ja, geil. Das heißt aber, ihr seid weiterhin dran. Wer ist dran? Oder wen aktiviert ihr als Nächsten? Mach du mal ruhig weiter, Dennis. Ich mache hier ein paar Impressionen. Also vom Prinzip ist es doch gerade eben egal, oder? Wer als Erstes? Weil gerade ist ja noch praktisch gar nicht so großartig dabei. Nee. Okay, cool. Das, was ihr vorhin da in Erwägung gezogen habt, also dass jetzt zum Beispiel du jetzt nicht vielleicht nur einfach nach vorne läufst und dann kann ich chargen oder so, sowas halt beachten. Ja. Aber ansonsten ist es im Moment noch relativ egal. Ja. Ich probiere den Bob. Ja, Bob, das ist der mit der Schrotflinte. Genau. Das ist der im lilanen Shirt mit der Schrotflinte, weil 3 haben Schrotflinte. Ja, der Typ mit der Schrotflinte, ja, alles klar. Eine 1, das ist ein nix. Nochmal, wäre es ein Roboter, wäre der jetzt schon wieder abgeschaltet. Schon zweimal völlig verkackt. Aber in dem Fall ist das jetzt gerade, oder eine Waffe wäre gejammt oder so. Aber in dem Fall völlig egal, er hat halt nur eine Aktion. So. Okay, ein Marker dran. Ja. Ich bin dann wieder dran. Ich aktiviere den weiter hinten stehenden von den beiden Trocks auf eine 4+, weil noch Pack Mentality. Erfolgreich. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Und er wird... hier drum rumlaufen, aber er läuft rückwärts, weil er will gucken, was da genauso passiert und geht hier neben seinen Kumpel. Mit der ersten Aktion. Mit der zweiten Aktion bewegt er sich weiter, denn ich habe ihn ja erfolgreich aktiviert und er bewegt sich hierhin vor die Tür und bleibt dann dort stehen. Als wenn er wüsste, dass wir dahin wollen. Du weißt schon, dass im Hintergrund 2 Psychic Husks fungieren, die ja auf keinen Fall wollen, dass man hier dieses... Signal über diese Schüssel. Die sind aber da. Also die sind ja nicht weg. Die sind ja irgendwo. Im 12-Zoll-Radius haben wir gesagt. 12 Zoll ist ihre Aura. Ja. Aktiviert werden sie in dem Moment, wo du tatsächlich das Ding hackst. Ja, vorher treten die noch nicht in Erscheinung. Dass die Befehle empfangen können, muss heißen, die sind in 12 Zoll Entfernung. Wer weiß, ob das Befehle sind. Vielleicht haben die Typen das ja so eingeimpft gekriegt, weil die so intelligent sind.
Also jeder, der kommt, will unweigerlich sofort zu den Terminal natürlich und deswegen müssen die immer sofort die Tür da sperren. Die Trocks haben genau eine Aufgabe. Nämlich ist das flach? Na gut. Ja, sie wollen ja eigentlich nur chillen und Ruhe. Aber die Aufgabe ist, diesen Eingang zu... Alles klar. Weil sonst ist ja nichts mit chillen und Ruhe. Die rennen auch nicht sofort zum Safe. No. Nein. Wieso sollen die denn zum Safe? Ja. Die sollen zu dem psionischen Signal. Ja. Ah, okay. Mit noch 5 noch genau erfolgreich aktiviert. Zwar kein Pack-Mentality mehr, weil nicht in 3 Zoll, aber erfolgreich aktiviert. Das heißt, er kann sich locker hier rumbewegen mit 6 Zoll und 6 Zoll. Mhm. Und dann stehen die beiden hier an der Tür. Ja, Mozi, das ist gut. Dann aktiviere ich noch den Trockkönig auf die 4+, erfolgreich aktiviert. Der macht allerdings mit seinen 2 Aktionen Folgendes. Er hat hier von der Ecke ein relativ gutes Sichtfeld und deswegen bleibt er genau da stehen und beobachtet weiterhin die Situation. Damit habe ich alles bewegt. Das heißt, ihr könnt alles fertig machen, was ihr noch habt. Hätten die jetzt LMGs, würde ich denken, Mozi wäre hier. Aber haben sie ja nicht. Tja. Wer hat denn eigentlich diesen Mülleimer da so hingestellt? Ich glaube, der stand, Der stand immer schon da. Naja, damit ihr ein bisschen Deckung habt, falls ich doch schießen kann. Ja, zur Erinnerung nochmal an die Nummer für Dennis vielleicht. Hier, Erklärung schwere und leichte Deckung. Mhm, genau. Ist ja auch wichtig vielleicht für die zugucken. Wir machen es immer so, dass schwere Deckung behandeln wir das, wenn man zum Beispiel an einer Hauswand, an einer Ecke steht oder so da Deckung sucht. Dieses Ding explizit, also diese Teile sind auch schwere Deckung, weil es so ein Betonzeug ist. Sowas wie Müllcontainer, also Metall, bla, das ist schwere Deckung. So einen Haufen hier oder auch so Haufen oder Bäume nehmen wir als leichte Deckung. Und zur Regel nochmal, wenn jetzt zum Beispiel er, egal wie die Reichweite ist, wenn er hier drauf schießen würde und die Teile... Oder das wäre als Deckung dazwischen. Da steht eher zu dir, deswegen würde ich keine Deckung kriegen. Würde das eher zu mir stehen, von der Distanz, würde ich dafür Deckung beanspruchen können. Jo. Alles klar. Gut. Warte mal gucken. Schrotflinte hatte... 18 Zoll und ja, ich glaube ab 9 Zoll mehr Stärke. Irgendwie sowas, das wollte ich mal eben checken. Also die wird irgendwie stärker, wenn man näher ran ist, aber ich glaube, das war erst bei 9 Zoll, also bei der Hälfte. Aber die hat sowieso schon Stärke 7. Die Waffen stehen ein bisschen weiter vorne, vor den Warbands. Ja... Da, nee, das sind die Warbands. Jetzt müsste das Zeug... Ja, da sind die Waffen. Noch weiter. Ja, Granaten, die besonderen Waffen, Shotgun. Die normalen Waffen. Shotgun, da war doch irgendwas. 18 Zoll, Close Ranged. Okay, da muss man jetzt bei Close Ranged gucken. Das steht, glaube ich, davor, weil hier Flammable ist Close Range. Plus 1 auf Stärke, wenn man in 9 Zoll oder weniger ist. Okay. Also hat die dann Stärke 8. Sonst hat die 12, ne? Oder 16? War doch so weit, 18 ne? Zoll, Stärke 7. 18 Zoll. Aber auch geil, Reliability 1. Also wenn die jumpt, nur ein Jump-Marker. Also für eine Shotgun ist 18 bei dem Spiel, finde ich schon extrem weit. Ja. Ne? Und auch, also es ist zwar geil, dass die stärker wird, wenn näher dran, aber ansonsten, dass die nicht weiter streut oder irgendwas. Stimmt, ist echt krass. Ja. Naja. So oder soll ich? Mach du mal. Ja. Ja. Okay, dann nehme ich hier den Detlef, nee, Gerd. Gerd ist wer nochmal? Gerd ist okay, der mit dem Mantel und der Shotgun. Auf 5+. Ja, ja, ja. Erfolgreich aktiviert mit einer 9. Einmal hier. Ans Auto dran oder reicht nicht? Na, reicht nicht. Ich glaube. Ihr wollt nicht schießen, weil ihr seid ja Raider und so friedliebend. Na gut. Gerd ist aber so ein. Der ballert da drauf. Der ist eher so ein Styler und so. Ja. Ja, aber hallo, dem kann auch keiner was. Der kann vielleicht ja auch Kugeln ausweichen. Du hast keine Deckung.
Das sehe ich auch so, ja. Hast du recht. Keine Deckung, aber ich habe mich zweimal bewegt. Also es gibt einen Abzug, einmal weil du dich bewegt hast und weil ich mich zweimal bewegt habe. Wenn du denn schießen wollen würdest. Minus zwei, ne? Nee, pass auf, ich gehe weiter und zwar, ich gehe hier rum und genau. Daran, da, ja. Okay. Das heißt, zweimal aktiviert. Wo ist denn hier mein Ding jetzt? Detlef. Der ist da hinten rumgelaufen. Gut. Günther. Günther ist aktiviert. Also erfolgreich, hat also zwei. Wahrscheinlich zweimal bewegen. Oh. Detlef ist umgefallen. So, ich mach direkt eben Detlef. Vor den Namen, Junge. Oh, schade. Fuck. Detlef aber, nur wir ein. Sind eh durch. Du musst, kannst eh komplett durchmachen. Ja. Genau, ihr seid weiter dran, weil sich bei mir schon alle bewegt haben. Pass auf, dann mach ich doch den Hund, dann habe ich meine alle durch. Hund kann zweimal. Mhm. Da er Move 7 hat, der ne, ist er ziemlich schnell. Das ist da. Eins, zwei, drei, vier, fünf Zoll bis da, sechs, sieben, ja? Ja, so hinter die Kiste da oder sowas, ne? So was wäre das. Ja. Okay. Dann habt ihr noch Bertram, Schack und vier, richtig? Genau. Das sind und alles deine. Bob ist auch noch da. Nee, Bob hat schon einen. Okay. Schon, ja. Soll ich Schack auch mitmachen? Ja, das ist noch deiner. Haben wir doch gesagt, hast du noch einen. Deswegen musst du ja jetzt vor jedem Schack auch immer den Move machen. Richtig. Macht Schack denn jetzt gerade oder? Nee, erstmal also, okay. Bertram. Das sollte reichen, weil sie Elite ist, jetzt sicherlich Metal 6. Wo haben wir denn? Wobei sie ist Brute. Aber hat sie. Ja, also reicht's. Genau. Zwei Aktionen. Die hält sich an ihren Sohnemann. Ja klar, allein schon um den wieder einen mitzunehmen. Immer in den Arsch zu treten, der soll voran machen. Dann steht der an der Tür jetzt. Ja, genau. Dann steht jetzt hinter dem. Mach wieder ordentlich Druck. Ja, klar. Durch. Warum verteilt ich sie denn jetzt schon wieder? Betrogen. Boah, du bist wieder Faller. Öffe ist ein Mann, jetzt halt die Schnauze, lauf. Aber Mutti, pam! Und es fängt schon an, die erste Träne läuft schon bei ihm. Und hier auch dieses Zittern am Kinn. Zum Schiffchen. Dann mache ich mit vier weiter, weil Bob ist ja vorne weg. Jo, ja. Passt. Also auch zweimal? Ja. Was hatten wir gehabt? Fünf, ne? Ja, genau. Das ist das früher der kleine. Ja. Oder die kurzen Beinchen da hinterher. Hast du aber noch eine aktive? Ja. Wie weit schießt seine Laserpistole? Ja. Schneller? Oh, hallo. Der Kino war schnell. Jo. Wie hast du es jetzt gemacht? Achso, der hat es nicht nochmal gemacht. Kurze Unterbrechung für Pizza. Pizza. So, die Pizza ist gegessen, weiter geht's. Und vier war mitten in seiner zweiten Aktion. Was macht er denn? Bewegt sich nochmal. Wo sind denn die Messdinger? Hier, überall. Die Blätterform, also die Blätter. 5 Zoll wahrscheinlich. Gut sicher. Ja. Okay. Alles gut. Was ich übrigens sehr geil finde bei eurer Warband, die scheinen sich ja einig zu sein, oder Bertram, man weiß es nicht, hat sehr großen Einfluss. Keiner macht irgendeinen Spack, checkt zum Beispiel mal, dass dein Haus auf sich was zu fressen gibt oder so, sondern alle sind auf das Missionsziel fokussiert. Das ist sehr gut und glücklich. Muttern will die Matratze haben, das gibt mir Ärger. Ja. So, welche Figur fehlt denn jetzt noch? Chuck. Ah, cool. Genau so geht er nach vorne. Aber geht er zweimal? Oh, sehe ich nicht. Zweimal. Neun. Neun, ja, dann geht er sogar zweimal nach vorne. Mit Move 5. Ja. Da rennt er hinterher. Ja. Zur Tür oder auch hier so aus? Nee, zur Tür. Oder? Lass uns zur Tür gehen oder soll ich nicht mehr bleiben? Chuck, der steht auf Mama.
Ich denke, der ist jetzt auf dem Arsch. Geil, die Mama latscht dem Sohn hinterher und er und er kann ja nicht sagen, er denkt es. Ja, vor allen Dingen ihren komischen Ball latschen, die schon abgelatscht und so schön den Grande Padana an der Hacke, weißt du, so Hornhaut Umbra und da ist er heiß drauf, da muss er dran. Klar, Junge. Ja, Junge. Ja, so, so läuft das. Der Erste. Die Mutter hört auch schon hinten nur wieder so, wie er so dahinter steht. So, was will er? Nein, sie weiß ja inzwischen, wie er drauf ist. Aber trotzdem. Das heißt, eure gesamte Warband ist bewegt. Dann müssen wir einmal random das Teil da bewegen. Und dann Zombies spawnen. Nicht Zombies, sondern Trox. Wie viel Zoll machen wir hier immer? Den W10. Also echt? Wir haben 10 Zoll? Kann die fliegen? Hatten wir nicht gesagt, hier den 8er? Gaswolke 10 hatten, Zoll? Ja, es ist leichtes Gas. Ist gerade windig vielleicht. Oh ja, sogar, okay. Also 8er oder 10? Entscheide du. Dann mach doch jetzt den 8er. Gerade war der 10er, jetzt der 8er, der Wind flaut ab. So. Oh geil, 1 Zoll hier rüber, das ist etwa so. Das ist gut. Dann würfel ich wieder, auf welcher Platte gespawnt wird. Reihenfolge wie gerade, also 1, 2, 3, 4. Platte 2, wieder hier vorne. Ich brauche einen W6. 1 sind die drei Sisters, 2 bis 6 sind die Trox. Die drei Sisters, Junge. Und zwar 4 Zoll Mitte, das heißt, die stehen in etwa hier vorne. Ach, Moment, du zählst. Ach so. Erstmal, wer spawnt, machst du und dann wie viele? Oder wie bei genau. Der ja. So. Aber bei den Sisters ist klar, wenn die Sisters kommen, die kommen immer alle drei zusammen. Aber nur einmal. Es gibt nur diese drei Sisters. Okay, wenn die tot sind, sind die weg. Wenn du eins hast, dann musst du einen Reroll machen auf ein anderes Ergebnis. Oder? Entweder ein Reroll oder nichts, dass keiner spawnt. Okay. Und sowieso, da ich es ja ein bisschen so zocke wie eine Warband, wenn die weg sind, sind die weg. Also da vorne stehen die Leute, die ich diesmal spiele. Und wir machen das ja nicht Frage, wie sonst, dass die... Deine Warband? Kommen immer wieder Trotz oder nur die da oben stehen? Nur die da oben stehen. Ah, das sind die, die das Ding hier bevölkern. So. Okay, das heißt, ich platziere jetzt gleich die Sisters. Die werden in etwa hier stehen. Ich habe mich vorhin auch an dem Teil orientiert und dann 4 Zoll. Was hast du, wie viel Zoll? Von wo? 4. Von Mitte? Ja, das Ding da. Mitte Platte ungefähr. Okay, das heißt, die erscheinen hier so rum oder sowas. Ja, das werde ich gleich machen. Wir entfernen alle Marker. Wir würfeln jetzt aber schon mal, wer anfängt. Das ist ein W10, das ist deiner und das ist mein. Ich habe eine 10, du hast eine 1. Das heißt, die Trox fangen an. Okay, wir machen das alles soweit, dann sind wir gleich wieder da, Jürgen.
Die Runde ist vorbei und es ist ein bisschen was passiert, denn feige wie sie sind, haben Berts Banditenbandenmitglieder. Berns. Auf jeden Fall wurde das Feuer eröffnet. Auf meine Sisters, die gespawnt sind, die einfach hier friedlich standen. Das Feuer wurde eröffnet. Wendy ist direkt getötet worden. Woraufhin, ich hatte nur noch sie über Lizzie losgelaufen ist, hier rüber. Dann konnte aber noch der Hund aktiviert werden. Hat mich angegriffen, hat mich einmal getroffen, nicht verwundet, zweite Mal nicht getroffen. Hier wurde mit der Shotgun nochmal geschossen. Das haben wir übrigens noch nicht abgehandelt. Das können wir live machen. Oh, Stärke 7. Ja, Stärke 7 gegen auf Defense 7. 3. 3 gegen, das ist ein W8. Ah, 5. Da passiert nichts. Das heißt, zwar geschossen aber und auch getroffen, aber nichts passiert. Schade. Das heißt, die Runde ist vorbei. Wir müssen alle Marker wegmachen. Also ansonsten ist noch weiter passiert. Hier sind noch ein paar Leute rumgekommen, inklusive Chuck. Da hat lustige Dreier-Trüppchen. Er hier hat vorhin, ist da stehen geblieben, hat auch geschossen, war aber gar nicht mehr notwendig, weil nämlich schon er hier sie gekillt hat. Auf jeden Fall sind alle etwas näher. Die drei normalen Trock stehen einfach hier ein bisschen Wache wahrscheinlich. Ja, und hier sieht es so aus. Der Trock-König ist da hinten an der Ecke stehen geblieben. Man sieht noch seinen Arm. Und ja, wir müssen einmal würfeln, wer anfängt. Das wird jetzt schon spannend, allein schon wegen diesem bestehenden Nahkampf. Und wir müssen die Wolke einmal, wie heißt es, weiter bewegen. Ja. Das werde ich mal kurz machen. 2 Zoll in diese Richtung, also nur ein Stück hier rüber. Das heißt, obwohl es vorhin mal so windig war, passiert da jetzt nicht viel. Also, einmal gucken, wer die Runde anfängt. Das hat nämlich wahrscheinlich ziemlich Relevanz. Und ich werde aber, bevor wir das dann machen, natürlich spawnen. Aber eben mal gucken, wer anfängt. Ich habe eine 6. Ihr habt eine 3. Das heißt, ich fange an und ich spawne einmal. Die 1 gibt es nicht mehr, weil, Moment, erst die, welche Platte, ne? Reihenfolge beibehalten. Platte 1, das heißt, auf dieser Platte wird gespawnt. Und mit dem W6... 1 heißt nichts, alles andere heißt Trox. Wie viele Trox? Ein W3. 3 Trox auf dieser Platte. Ich nehme auch da wieder die Mitte der Platte. Und dann Zollzahl 18. Das heißt... Im Diner kommen die raus. Okay, ist doch geil. Das heißt, hätte mal vorhin jemand nachgeguckt. Im Diner stehen 3 Trox. Okay, während der Herr Pfeife das macht, müssen wir einmal alle Marker entfernen. Ich stelle die einfach mal auf den Diner, ja? Ja. Nicht, dass hinterher sonst noch vorne dieses Open-Schild abbricht. Oh, dreimal, zweimal. Ich habe nämlich den Aktivator, Kollege. Und da ist noch genug drin. So, das hier wird jetzt gleich spannend und ja, ne, mir wurde ja vorhin hier vorgeworfen, so von wegen hier Mozzi-Style spielen und so, aber es gab einen psionischen Befehl schon längst und sie sind ja auch entsprechend indoktriniert, die Trox, auch wenn die jetzt nicht viel wissen und so, aber es ist der Kult der Trox und es ist klar, diese Station muss auf jeden Fall verteidigt werden, denn wenn hier diese Rückkopplung am Start ist, das tut den Alpha nicht gut. Deswegen muss das verhindert werden. Und ja, da aber meine Trox angegriffen wurden, die sich ja friedlich zurückgehalten haben, denn sie wollten einfach nur ihre Ruhe, müssen sie sich jetzt wehren. Und deswegen aktiviere ich auch als erstes sie hier. Ohne Pack Mentality, das heißt, sie hat nur Metal 5, also auf 5+. Ja, 2 Aktionen. Erste Aktion, ich schlage den Hund. Ich habe Melee 5, du hattest aber Melee 6. Ja, plus 1 für mich. Plus 1 für den Herrn Pfeife. Ich habe eine 10 Crit, das geht nur durch den Crit weg. Tut es nicht, ich habe also getroffen. Ich habe Stärke von 8 gegen Defense 7 wahrscheinlich oder 6. Mongrel. Wo ist er denn hier? Unten. Nee, aber welcher? Defense ist der, ist immer oben. Was ist der oben? D, 6. Defense 6. Ach, nur. Nein, die 6. Das heißt plus 2 bei mir.
Ein Crit. Oh, aber mit einem Crit kannst du es negieren, machst du aber nicht. Ja, habe ich ihn wohl kaputt gemacht. Und mit meiner zweiten Aktion... kann ich den chargen oder nicht? Mit 5? Mit Bernd chargen? Ja, aber geht knapp nicht. Das geht knapp nicht, also werde ich mit meiner zweiten Aktion mich hierhin bewegen. Und dann meine nächste Sister aktivieren. Oh. Ich nehme kurz den anderen Würfel. Mit einer 6 erfolgreich. Oh. Erste Aktion bewegen. Zweite Aktion charge. Aber nicht den Deadlift. Deadlift mit dem komischen Schläger. Guck mal, wie klein der dagegen aussieht. Fuck, komm mal. Hält schon mal das Ding dahin. Vielleicht rennt die ja genau da rein. Man weiß es nicht. Okay, das heißt, ich habe mit dem Charge eine Nahkampfattacke. Ich habe noch immer Melee 5. Detlef ist ein normaler Raider, ne? Ja. Der hat Melee 4, also plus 1 bei mir. 6 gegen 2. Jetzt muss ich dich nur verwunden. Stärke 8 gegen Defense. Oh, der hatte nichts an Rüstung, ne? Nee, Detlef hat Defense. 6 habe ich gar nicht aufgeschrieben, weil nur One-Hand-Weapon. Und normalerweise ist Defense 6. Die haben plus 1, weil sie Rüstung haben. Also er hat nur Defense 6. Plus 2 bei mir. Ja. Ich habe Stärke 8. Du 2 gegen eine 8. Dem mache ich nichts. Der ist mal schön das Holzbrett durch die Fresse gezogen, Video. Aber nichts passiert. So, das heißt, das war erfolgreich aktiviert. Dann aktiviere ich... Scheiße, jetzt kann ich da nicht mehr reinballern. Mein Trockkönig. Erfolgreich, der bleibt einfach stehen. Ich aktiviere den ersten von meinen drei neu gespawnten, den ganz links außen. Die stehen im Diner natürlich, ne? Erfolgreich. Kannst du den mal 10 Zoll hier rüber bewegen? Ne, 12 Zoll sogar. Ach so, aber er muss ja aus dem Diner rausklettern. Das heißt, dann bis da ungefähr. Also der wird auf jeden Fall nicht in Charge Range kommen mit dem Rausklettern. Jetzt zieh ich mal 2 Zoll ab. Ja, ja. So, dann ist er hier. Ja, und dann nochmal 6 Zoll. Ja, steht er da, aber chargen war halt nicht. Dasselbe versuche ich mit dem, der daneben steht. Mal gucken, ob ich ihn erfolgreich aktiviere. Das ist eine Kippe. 6 reicht, macht dasselbe, also stellt sich daneben oder so weit, wie er halt kommt. Der dritte hat nicht Pack Mentality, weil jetzt keiner mehr in der Nähe ist, also auf 5 plus nur. Nee, hat nur eine Aktion, also der kommt nur knapp da rausgeklettert und steht halt da. Das heißt, die drei haben sich bewegt und damit seid ihr dran. So, und wen wollt ihr denn aktivieren als erstes? Ich würde gerne ihn aktivieren, weil er im Nahkampf ist. Weil wenn ich jetzt gleich mit den anderen die Aktivierung... So könnte ich wenigstens als erstes zuschlagen. Aber sie hat schon geschlagen. Ja und? Ja, das heißt, ihm passiert doch nichts mehr. Ach so. Also ich kann ja nichts tun. So, dagegen. Wäre höchstens, um zu gucken, ob er sie schon platt schafft und die anderen was anderes machen können. Ja. Vielleicht. Trotzdem, wenn du die nächste Runde wieder als erstes, für die letzten 4 Runden, dann bist du wieder als erstes dran. Also ich versuche das mal. Detlef, Detlef. Detlef. Mittel 5 wahrscheinlich, weil der normaler Raider ist. Also auf 5 plus aktivieren. Nicht geschafft, du hast eine Aktion. Ja. Dann schwing dein Holz, Junge. ich habe Mili einen besser als du, du hast eine 7. Ich habe eine 2, du triffst mich. Ich habe Defense 7, weil es ist eine der Sisters. Ja, und der hat... eine Light Weapon, ne? Ja. Raider Detlef, One-Hand Weapon, das heißt plus 1 Stärke. Und ein normaler Raider hat Stärke von 5, das heißt er hat Stärke 6 gegen meine Defense 7. Also plus 1 bei mir. Ich habe eine 4 und wird zur 5. Du hast eine 10 und damit hast du sie umgekloppt. So, Pauz! Aber war nicht erfolgreich aktiviert, das heißt, ich bin wieder dran. Der hätte eigentlich auch hier dieser Wrecker sein müssen. Anstelle von einem Raider, richtig, ja.
Okay, ich aktiviere den ganz links. Erfolgreich, er bleibt stehen. Ich aktiviere den in der Mitte. Erfolgreich, er bleibt stehen. Und ich aktiviere den letzten. Erfolgreich, er bleibt stehen. Alle drei bleiben stehen, machen nichts. Und damit seid ihr wieder dran. Die hast du noch nicht bewegt, ja. Doch, ich habe nur den Marker, doch, ist doch sogar auch ein Marker dran. Ich habe den Hund gekillt und bin dann einen zurückgegangen, weil ich ihn nicht schaden konnte, weil das hat genau nicht, das war die erste Nummer. Ihr seid dran. Wen wollt ihr aktivieren? Also ich würde ja eigentlich schon, also Dennis, ich würde ja schon gern den Gerd aktivieren, weil der könnte jetzt schön, weil es 9 Zoll ist. Gerd ist wer? Gerd Ritz. Er da hinten. Okay. Ja, zeig mal nochmal eben bitte. Mit 1 plus Stärke, das heißt Stärke 8 auf die. Echt, weil der in 9 Zoll ist? Okay. Ja, hast du recht. Aber bekomme ich Deckung, weil ich hier an den Dingern stehe oder nicht? Leichte Deckung. Leichte Deckung, okay. Das heißt wieder Stärke 7. Stärke ist egal, nur du triffst mich schlechter. Stimmt. Also du möchtest ihn gerne aktivieren, dann mach das doch vielleicht erstmal. Ja, aber hast du einen anderen Plan. Oder da rein chargen mit deinem dicken Bobber, das kannst du auch. Ja, aber dann würde ich vorher schießen und dann vielleicht chargen, okay. Weil Erfahrung ne, danach... Richtig. Man kann in den Nahkampf schießen, aber nicht so gut. Ja. Nicht richtig aktiviert. Das heißt, also du kannst nicht konzentrieren schießen, sondern nur schießen. Ja. Ranged 4. Also jetzt nur noch auf die 7 plus. Ja. Yes. Oh, trifft. War nicht erfolgreich aktiviert, aber ich habe keine Figuren mehr. Und auch, falls die erfolgreich aktiviert wäre und der Wechsel wäre, müsste ich trotzdem also können wir es abhandeln direkt. Okay, das heißt, du hast plus 1 Stärke. Stärke 8 gegen meinen Defense 7, genau. Richtig? Eine 2 wird zur 3. Eine 6 ist eine 6. Das heißt, hat mich zwar getroffen, hat mich aber nicht verwundet. Dann seid ihr weiterhin dran. Wer ist der Nächste? Kann Bernd nehmen oder mit dem Bob hier vorne auf den 2? Bob wäre er. Was ist denn mit deiner Laserknarre? Was ist denn mit Laserauge? Guck mal. Oh, geil, ohne Deckung, genau ohne Deckung dadurch. Das heißt, 4 wird aktiviert. Ja, ist okay, kann gemacht werden. Ja. Erfolgreich, das heißt, du könntest dich konzentrieren, schießen. Das wäre bei dem auf jeden Fall nötig. Ja, weil er hat nur Range 3, der Scrapbot, hat aber durch Konzentrieren hätte er Ranged 5, würde also auf 5 plus schon treffen, statt auf 5 plus. Oder? Also, auf 5 plus. Ja. Ja. Der war erfolgreich aktiviert, dann müsstet ihr erstmal weitermachen. Ja. Ne, weil da wäre es jetzt, genau, ob ihr weiter drauf schießt oder nicht. Er ist damit schon fertig, müsste ein Marker dran. Ist nicht die Strange, also die Stärke von der Laserpistole? Ach so, Moment. Ja, Laserpistole hat Stärke 6 nur, aber bei Laser wirft man 2 W10 und nimmt den besseren Wert. Oh, geil. Ja, weil Laser. 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 Okay. Warte. Oh Gott. So, ihr seid weiterhin dran. Der Marker ist nicht für den mit der Shotgun, sondern für 4. Tja. Sag mal was. Du könntest mit Bob jetzt, weil er sich nicht bewegt hat, auch noch auf die draufballern, auf Sicherheit gehen. Dann ist sie auf jeden Fall weg. Haben wir alle drei Sisters weggeknallt. Ist schon mal eine geile Nummer. Aber ihr wisst, dass da 2 Trucks direkt stehen. Die können zwar jetzt die Runde nicht mehr machen. Die hab ich ja gar nicht. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, mach die weg. Vor allem bis du hast sie doch bewegt für mich, Junge. Ja, aber ich hab's nicht mehr. Dafür ist Pumpkin jetzt geil. Ja, das Gerd hatte schon. Ne? Boah, fuck, ich hätte. Ja, Gerd hatte schon. Der hat. Schon. Ja. Aufsehen, okay. Und hat nicht getroffen. Gut, dann hätte ich eigentlich draufballern müssen. Habe ich vercheckt. Ja. Dann versuche ich einen Bob zu aktivieren. Erfolgreich. Ja. Also, er ist erfolgreich aktiviert. Ja. Auch konzentrieren, schießen. Dann würde er auf 4 plus treffen, weil er hat Ranged 4. Ja, du könntest auch. Ich überlege nämlich, ob ich nicht vielleicht doch eher auf Risiko gehe und nicht zweimal versuche zu schießen. Und geht nicht, weil es nicht Burst hat. Aber, wieder was gelernt. Ja, aber du könntest schießen und danach weggehen, zum Beispiel. Ja. Das wäre eher so die Safe-Nummer. Mhm. Wobei, musst du auch wieder überlegen, wenn du das machst, dann charge ich nicht dich, dann charge ich halt den. Also das macht im Prinzip keinen. Oder du schießt
und charge danach noch. Das geht auch. Oh ja. Und man kann die, weil du hast keine Nahkampfwaffe oder so, ja, aber man kann Waffen, also jetzt zum Beispiel eine Schrotflinte ist zweihändig, dann wäre es eine improvisierte schwere Waffe, weil zweihändig. Eine Pistole wäre eine improvisierte leichte Waffe. Improvisiert heißt nur, dass es irgendwas ist, ja, irgendwie Stärke weniger oder Abzug oder irgendwas. Aber man kann damit halt auch durchaus zuhauen. Ne? Dann schießen wir doch und hauen, oder? Also ohne konzentrieren. Einmal schießen auf die 6 plus. Auf welchen schießt du? Auf den vorderen, ne? Oder du gehst... Oder? Gott, das ist immer so eine Kacke. Also ich würde lieber nur mal sicher gehen und einen wegmachen. Ja. Also konzentrieren und einen wegmachen. Vor allem, das ist Stärke 8, die Knarre. Dein Nahkampfangriff wird wahrscheinlich 5 oder 6 nur sein. Ja. Und du gehst das Risiko ein, wenn du schon im Nahkampf bist und du haust den nicht weg. Erstmal können die anderen dann nicht mehr vernünftig drauf schießen, weil er ja im Nahkampf schon ist. Also können schon drauf schießen, aber treffen vielleicht den eigenen. Und wenn ich gleich wieder zuerst dran bin, ihn aktiviere, kann ich sofort draufhauen. Okay, also dann 4 plus. Genau. Konzentrieren. Ja. Also du hast eine Ranged 4, konzentrieren plus 2, bist du bei 6, musst also eine 4 plus werfen, um auf 10 zu kommen. Mit einem Crit getroffen. Jetzt sagt man natürlich, boah, scheiße, hätte ich mal, aber ja, weiß man ja immer. Genau. Nicht. Ja. Das heißt, du hast ihn getroffen, er ist fertig und ihr seid weiter dran. Weil das abgehandelt wird gleich erst, genau wie das, weil ihr noch keine Aktivierung verloren habt. Gut. Okay, jetzt zählt der Marker für beide, weil ich noch einen schmeiße. Ja, wir haben noch Bertram und Schack. Ach, und echt? Jo, stimmt, das war letzte Runde, wo der geschossen hat. Ich bin erst, hab den. Was weil ein Penner, hast du aber recht. Der könnte, wenn er sieht, auch noch darüber schießen. Oder hier rüber. Soll ich das mal machen? Versuchen. Ich versuche den erstmal zu aktivieren. Was nicht erfolgreich. Gelingt. Eine Aktion. Ich schieße. Auf wen? Auf die Dicke. Auf sie, okay. Ja. Du hast Ranged 4. Ja. Ich denke, jetzt müsste man gucken, das Deckungsding, steht das näher zu mir oder zu dir? Weil du schießt genau da lang. Ich will jetzt nicht rumposern, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass er näher zu mir steht. Aber ja, tut's auch. Also sieht zumindest so aus, also von hier. Ich hätte bis zum Base weniger als 8, vielleicht gerade 8. Ja, ja. Nee, ist mehr zu dir. Oh, boah, das hätte ich aber echt nicht gedacht. Ja, weil es schräg steht. Ja, sehr eigenartiger also Effekt. Also hast du eine leichte Deckung. Ja. Also triffst du mich nicht auf 6 plus, sondern auf 7 plus. Ja. Triffst nicht. Und die Waffe ist gejammt. Oh. Aber Shotgun hat nur einen Jam-Token. Das ist geil. Das heißt, die Waffe ist jetzt irgendwie... irgendwas. Muss man erst wieder... Keine Ahnung. Ist klar. Gleich eine Aktion, um die halt wieder zu reparieren. Ja. Ihr seid jetzt gleich zwar weiter dran, aber da das jetzt unterbrochen wurde mit dem erfolgreich aktivieren, können wir jetzt die Schüsse abhandeln. Also einmal hier gucken und einmal da gucken. Ist ja eigentlich geil, weil dann wisst ihr nämlich, was ihr mit den anderen machen könnt. Wo wollt ihr zuerst? Oh, wo ruhig dein Zombie. Sie hier. Oder? Wir sind ja. Achso, ja, stimmt. Sie hat bessere Defense. Also dann, sonst macht er erstmal hier. Ja, okay, das heißt, du hast getroffen. Du hast eine Stärke von 8, weil plus 1, weil so nah. Ich habe eine Defense von 6 nur. 2 plus? 2 plus bei dir. Du hast eine... Okay, ein Crit. Ein Crit kann ich jetzt nur negieren, wenn ich auch einen Crit habe. Habe ich aber nicht. Das heißt, der ist tot. Der eine fällt um. Voll in die Schnauze, das Schrot. So, und dann auf sie hier. Sie hat Defense 7. Wer hat jetzt geschossen? Er, ne? Aber auch mit Plusstärke. Nee, war nicht er, das war der Laser. Der Laser. Okay. Laser. Stärke 6, also zweimal ein W10 werfen oder zwei W10 werfen. Stärkere zählt. Ich habe, das war glaube ich ein W8. Das ist ein W8. Ah, hier. So. Mach du erstmal. Stärke 9. Ist die 9, mega Unterschied, Alter. Und vor allem wäre das Ding direkt gejammt. Ja. Okay. Und Reliktwaffen musst du, glaube ich, auch voll lange irgendwie. Ja, muss man auch mit Intelligenz erst wieder zum Laufen bringen. Das heißt, Stärke 6, ne? Aber gegen Defense 7, richtig, also plus 1 bei mir. Das ist eine 8, du hattest aber eine 9. Achso, stimmt. Das heißt, das reicht. 9 zu meiner 8 reicht. Hast du abgeschossen.
aber voll ins Auge, durchs Auge ins Gehirn. Ja, sicher. Ja, vor allem, wenn der Laser von Stärke 1 bis Stärke 9 geht, dann war das wahrscheinlich echt, aber punktgenau, ja. Junge. Ja, und der ist jetzt natürlich, die Servos, die Arme machen jetzt einmal so, so das Feierzeichen. Ja, yeah. Ja, mehr kommt, nein, Jiha kann der nicht, da kommt nur das mit den Armen. So. Das ist fertig. Vielleicht gibt er auch Geräusche von sich wie so ein altes Modem. Sich ja, genau. Oh ja, geil. Ja sicher, irgendwas muss da drin ja arbeiten. Okay, das heißt, ihr habt jetzt noch diese drei Figuren da zum Aktivieren. Mhm. Sind alles Dennis seine. Ja, Dennis, wer aktiviert zuerst? Bernd? Der Bernd. Bernd bekommt minus 1 auf seinen Aktivierungswurf, weil er sich nämlich innerhalb von 12 Zoll zu meinen Alfalfa ne? Ich sage, also, wenn ihr sie seht, dann stelle ich sie natürlich hin, spawne ich die, ansonsten spawnen die erst und handeln erst bei einem gewissen Event. Das ist aber nicht jetzt. Frage ich manchmal, wo der die Kamera immer hinhält. Warum, warum? Ja, Junge, hier, ich muss euch doch beide irgendwie. Ach so. So, also, du aktivierst sie mit minus 1, also auf 6 plus. Ja. Zwei Aktionen. Was macht er denn? Die ist weg. Die ist weg. Die ist auch weg. Die drei stehen ja, im Moment. Ja, dann bleiben wir noch die drei, ne? Oder gehen wir da nicht mal rein? Das brauchen wir aber nicht, oder? Wir müssen, eigentlich müssen wir hier rein. Ne? Uns gar nicht ablenken lassen. Irgendwas. Wir müssen ja den Computer. Ja. Schon gemütlich da drin, oder? Ja, Matratze, alles da. Ja, geil. Aber es ist nicht die dunne Pillow. Nee, die reicht nicht. Das ist nicht die, die Mama haben. Und wehe, da kommt jetzt gleich einer auf die Idee und sagt der Mama, ey, sollen wir nicht die hier kommen, jetzt hier, das reicht doch. Boah, das gibt doch von links. Ja, sicher. Ja. Ja. Also ich würde sagen, Alarm. Wir uns, oder? Ja, klar. Ja. Der hat 5er Move, ne? Ja, dann beweg dich. Bewege, bewege. 5 Zoll. Guck mal. Chargen kannst du noch nicht, ne? Mit dem zweiten? Glaube ich nicht, so weit aus. Aber die könnten wir gleich ran, ne? Ja, wenn ich dran bin. Ihr aber auch. Ich hoffe mal, dass wir endlich mal den ersten Schlag haben. Weil dann könntet ihr direkt chargen, auch nicht schlecht. Das war 5. Bitte? Hm? Achso. Ich habe nichts mehr. Also, der zweite. Ja, zumal damit du gleich chargen und dann vielleicht nochmal draufhauen kannst, wenn du zwei Aktionen hast. Okay, er steht jetzt also dort. Tapeten, ja klar. So, Akku ausgewechselt, neuer Akku ist am Start und ja, weiter geht's. Also, Bernd ist hier rangelaufen. Es fehlen noch Bertram und Chuck. Wer aktiviert als nächstes? Die Bertram. Bertram muss auch minus 1 auf ihren Aktivierungstest machen, weil sie sich in 12 Zoll zu Alfalfa befindet. Dann auf? Sie hatte 6, also hat sie jetzt noch eine 5, also auf 5 plus. Reicht, genau wie Bernd mit einer 9. Ist ja klar, wenn der da abmarschiert, dann hinterher. Also auch zweimal bewegen wahrscheinlich. Ja. Ne? Einmal 5. Ja, müsste dann ja ziemlich dahinter stehen. Ne? Also wie gerade. Okay, fehlt nur noch Chuck. Chuck. Ja, versuche ich mal Chuck zu aktivieren. Das reicht. Das ist normalerweise, glaube ich, 5 plus, wäre dann jetzt 4 plus, aber mit einer 8, ja Junge. Der rennt hinterher. Wenn die Mutti da losläuft, dann läuft der auch los. Genau. Immer mit den Geräuschen. Ja, die raschelt immer so mit ihren verhornten Hacken. Ja, dann. Aber, du bist jetzt 10 Zoll gelaufen, ne? Ja. Aber Chuck kann nur 4 laufen. Also nee, er hat eigentlich einen Move 6. Er hat, weil das ist auch geil. Diese Wrecker, die haben Move 6. So, also die sind geil bei den Raidern. So. Ja. Okay. Alles richtig gemacht. Okay, das heißt, Marker müssen gleich weg. Wir bewegen nochmal hier diese Wolke. Okay, 1 Zoll nochmal hier rüber. So. Aber langsam heute. Ja, da ist jetzt gerade Windstille.
Marker kommen weg und jetzt, ach so, genau, dann spawnen noch einmal Trox. Jo, paar habe ich ja noch. Vor allem der Trockkönig, was macht er die ganze Zeit da an dieser Ecke? Er steht an der Ecke. Nur so, er steht an der Ecke. Okay, dann welches Board? Eins, das ist wieder hier vorne. Und ein W6. Ist das Kippe oder zählt? Von mir aus zählen das. Okay, dann sind es noch drei. Wie viele stehen denn noch da? Es fünf? Sind noch fünf, ja. Okay, drei davon spawnen. Dann gucken wir wieder, wie wo. Also auch wieder die Mittellinie da mit 12 Zoll. Das ist dann diesmal wahrscheinlich vorm Deiner, ne? Nee, 10 war ja gerade. Echt? Ach, waren das gerade nur 10? Ach nee, gerade. Nee, nee, waren, nee, glaube ich, 18. Ja, richtig. Was ziehe ich denn da? 10 ist hier. Mitten auf Straße. Ja, da stehen dann drei Trocks und unterhalten sich. Die wurden gerade irgendwie übersehen. Was für ein komisches Ding. Okay. Vor allem der eine hier im Westen komplett mit der Winterkleidung auf. Ja, Junge. So, das in der Wüste, ne? Nachts wird's kalt. So, gucken, wer anfängt. Das könnte jetzt lustig werden hier, weil die drei Typen sind da und meine drei Typen sind da.